Ein Fertighaus, aber nicht für eine, nicht für zwei, nein, für fünf Familien wurde hier in Dorftirol ein Haus mit fünf Wohnungen gebaut. Wie man fünf unterschiedliche Meinungen unter einem Dach versammeln kann, das will ich heute wissen. Seit einem Jahr leben jetzt fünf verschiedene Familien in fünf verschiedenen Wohnungen hier in dem Alphaus zusammen. War das von Beginn an ganz klar, wie ihr es gemeinsam bauen willst? Nein, war es eigentlich nicht. Wir haben in Anfang ein paar Mal im Gasthaus treffen, dass wir uns auch kennenlernen. Wir haben uns ja nicht alle gewusst, wer da miteinander baut. Und da sind wir gleich drauf gekommen, dass das verschiedene Meinungen hat, dass das nicht ganz so einfach wird. Dann haben wir uns mal einen Geometer genommen, der hat uns noch einen Plan gemacht für ein Haus. Mit dem Plan haben wir noch verschiedene Kosten, Voranschläge eingeholt. Und da sind wir noch auf die Firma Alphaus gekommen, der hat von Benny, die Frau, auf der Messe kennengelernt. Und dann sind wir eigentlich gleich überzeugt gewesen, dass die Firma versteht, was wir gern hatten. Fünf verschiedene Wohnungen sind gebaut worden. Schauen die dann alle gleich aus? Haben die gleich viel gekostet? Können Sie mit dem Nachbarn die Wohnung tauschen? Nein, das war nicht gegangen. Da hat jeder seine eigenen Wünsche gehabt. Und da hat man auch gekannt, jeder seine Wohnung so individuell planen, wie er gewählt hat, zu seinem Fixpreis. Und der hat dann auch bis zum Schluss gepasst, auf den Cent. Jetzt stelle ich mir das ziemlich schwierig vor. Beim Bauen möchte man ja oft einmal auch während der Bauphase was ändern. Wie ist das bei Fertighäusern? Muss man da nehmen, was in Umfang auf dem Plan oben ist? Wir haben von denen auch Angst gehabt, aber das ist noch echt gut gegangen. Mit dem Matthias, dem Baustellenleiter, haben wir noch besprochen, was wir gerne anders machen. Dann hat er uns gleich anhand von verschiedenen Kostenvoranschlägen, plus minus, Aufpreis, Minderpreis, haben wir das noch ändern können. Wie zum Beispiel bei uns ist gewesen, das Fenster da hinten, da haben wir auf dem Plan ein richtig schönes, großes, sechseckiges Fenster drauf gehabt. Aber Matthias hat noch Vorschlag gemacht, da kann man noch ein bisschen hinsparen, wenn man da ein vieriges Fenster drin tut. Und wir haben uns noch für Sell entschieden und das ist gegangen. Jetzt, wie war das mit der Bauzeit bei so einem großen Gebäude? Baut man da sehr lang? Nein, das ist nicht der Bauhaus, weil bei normalen Bau macht man ungefähr 1,5 Jahr circa, bis man ihn ziehen kann. Bauhaus war es ungefähr 7 Monate. Da haben wir im März angefangen zu bauen. Sind dann im November, Dezember eingezogen. Praktisch alle Familien haben schon im Dezember Weihnachten drin gefeiert und das war für uns ausschlaggebend. Jetzt habt ihr die Pläne ja schon gehabt, das praktisch ein Geometer, den ich davor schon angestellt habe, Pläne zu machen. Wie ist das bei Fertighäusern? Seid ihr mit dem Plan zur Alphaus? Ist das dann jetzt ein Problem, dass die den Plan nehmen müssen? Nein, es war nicht schwierig, weil wir sind mit unseren Plänen zum Alphaus hingegangen. Da haben sie so in ein Softwareprogramm hingegeben. Da hat der Baustellenleiter Matthias einen Vorschlag gemacht, zu uns zu kommen, uns das noch auf dem Programm vorzustellen. Und da hat sich noch jeder kennt, individuell seine Wohnung noch planen, wie er sie eigentlich gebraucht und gewollt hatte. Wenn Sie jetzt selbst noch einmal bauen würden, würden Sie dann Alphaus noch einmal nehmen? Ja, das Konzept passt. Alphaus. La casa pensata fino alla fine.